Willkommen zu Dead Metal in der Mission. Heute ist Mittwoch, der 26.06. sollte auf jeden Fall so sein heute, weil ich die Videos ja auch dementsprechend vorbereite. Heute mit ein klein wenig neuer Aufbau, mit Musik, mit unten ein GTAV Online Logo drin und oben mein Name Palmal 1919 und unten meine, ja, mein Gesicht, mein Safe-Bild halt. Selfie-Foto ist unfalls ebenfalls mit eingebaut. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen und es geht gleich weiter nach der Musik. Ja, die Musik ist zu Ende und wir greifen jetzt gerade an. Wir machen erstmal einen Luftschuss mit der anderen Waffe auf jeden Fall, um die ersten Gegner schon mal anzulocken. Weil dann laufen wir nicht direkt so rein, das ist ein ganz kleiner Tipp. Weil da kommen die ersten 5, 6, die kommen direkt rausgelaufen natürlich, um mich irgendwie anzugreifen. Und desbezüglich locken wir die erstmal raus. Das ist etwas einfacher dann da drin es zu machen, im Grunde genommen, muss ich ehrlich sagen. Wir sehen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele rauskommen, müsste ich jetzt auch einmal dabei noch zählen. Ja, man sieht schon drei, die auf jeden Fall hier gut rauskommen. Ich sehe noch einen, ich sehe den vierten. 4 und 5 kommen auf jeden Fall rausgelaufen. Und die heißt es dann erst einmal zu beseitigen natürlich. Man darf auch nicht vergessen, hier bei dieser Mission gute Snacks bei sich zu haben, denn die schießen auch gnadenlos drauf los. Es ist aber eine Mission, die zu den einfacheren Auswahl der Missionen gehört. Relativ leicht zu schaffen für jedermann, auch für untere Ränge. Das auf jeden Fall, muss ich sagen. Das kann man auf jeden Fall immer wieder gut und locker meistern, die Mission hier. Manchmal oben hat man über der Brücke. Man sieht hier oben an der Brücke auch einen kleinen Fehler. Da ist ja die Brücke. Ein Fehler kann man nicht sagen. Der kommt ja gleich noch. Das ist ja oben so eine kleine Baustelle. Und da fallen zwischendurch mal die Autos runter. Man sieht oben, da fehlt ein Stück von der Brücke. Um von der Absperrung halt, von der Mauer. Und ab und zu hat man Glück und dann fahren die Fahrzeuge einfach da runter. Ja, auf den Schrottplatz halt eben drauf. Finde ich sehr nice. Vielleicht kann man euch das Glück und es passiert wieder irgendwann mal. Dann werde ich dieses Video auf jeden Fall dann speichern, Leute. Diese Szene. Damit ich euch das auch mal zeigen kann in einer Aufnahme für ein Video. Weil das ist natürlich richtig ein Highlight, finde ich jetzt persönlich halt. Ja, beklaute Diebe war gestern schon in dem Video drinne. Wenn euch die Videos gefallen tun, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke aktiviert, so verpasst ihr kein neues Video mehr aus meiner Sicht. Die Tonaufnahme mache ich jetzt direkt über die Aufnahme hier vom Videoprogramm Share Victory. Und ich denke, es ist besser, als wenn ich die bei Missionen rede. So bin ich eher konzentrierter auf die Mission. Und nicht auf daneben, dass ich das Richtige sage oder mich wiederhole oder sonstiges halt. Das ist halt eben dann das erste Testvideo hier, was dann für heute Mittwoch, dem 26.06. gezeigt wird in dieser Form. Also, was kann ich noch ändern, Leute, in Videos? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare rein. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, dort noch mehr, besser was rauszuholen. Und auch eventuell vielleicht ein paar Giftbilder mit einzubauen, die sich halt dann bewegen. Da muss ich gucken, da werde ich bei YouTube auf jeden Fall gucken, welche Möglichkeiten ich da dort noch habe. Und dementsprechend, ja, nicht bei YouTube, sondern bei Google gucken. Oder vielleicht das ein oder andere Giftbild selbst erstellen natürlich. Wäre eine coole Maßnahme. Und ich melde mich gleich nach der Musik wieder, weil gleich kommt ein Schnelldurchgang. Und ich versuche ein Auto zu finden am Spawnpunkt, wenn er gespawnt ist. Kann ich euch das mal zeigen. Wenn nicht, ist auch nicht dramatisch. Dann geht der Schnelldurchgang einfach weiter. Also bis gleich. Ja, bin ich wieder, es hat kein Auto gespawnt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Ihr dürft gerne auch meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert einfach die Glocke unten im Video. Dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr.
Und ja, wenn ihr als Gast mal mitmachen wollt bei so einem Video, bei einer Mission oder Rennen, dann schreibt einfach mal euer Nickname unten in den Kommentar rein. Da weiß ich Bescheid. Allerdings besser wäre es mit Mikrofon. Und ich sage dann, Leute, ciao, ciao. Bis bald.